China hat erneut eine groß angelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Das chinesische Militär sprach in einer Mitteilung am Montag von einer ernsten Warnung an die separatistischen Kräfte der Inselrepublik. Schiffe und Flugzeuge näherten sich aus mehreren Richtungen. Der staatliche Sender CCTV veröffentlichte eine Karte, die 6 große rote Blöcke rund um Taiwan zeigte, in denen die Übungen stattfanden. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Berichte gegeben, wonach China ein Manöver als Reaktion auf eine vergangene Woche abgehaltene Festtagsrede des taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te anlässlich des Nationalfeiertages am 10. Oktober abhalten könnte. Das taiwanische Verteidigungsministerium nannte die chinesische Übung eine irrationale Provokation und erklärte, eigene Streitkräfte entsandt zu haben, um konkrete Maßnahmen zur Wahrung von Freiheit und Demokratie zu ergreifen. Zuletzt hatte Chinas Volksbefreiungsarmee im Mai eine große Militärübung rund um Taiwan gestartet. Die Übung fand kurz nach der Amtseinführung von Lai statt. Seine Demokratische Fortschrittspartei hatte im Januar die Präsidentschaftswahl gewonnen und tritt für einen Peking-kritischen Kurs ein. Die regierende Kommunistische Partei in Peking wirft der DPP Separatismus vor. Die USA verurteilten das chinesische Militärmanöver. Dieses Vorgehen der Volksrepublik sei unberechtigt und riskiert eine Eskalation, erklärte US-Außenamtssprecher Matthew Miller in Washington. Die Vereinigten Staaten sind ernsthaft besorgt wegen der gemeinsamen Militärübungen der Volksarmee in der Taiwanstraße und rund um Taiwan, hob Miller hervor. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, obwohl dort seit Jahrzehnten stets unabhängige und demokratisch gewählte Regierungen an der Macht sind. Die Führung in Peking hat bereits mehrmals damit gedroht, die mehr als 23 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählende Insel und das Festland mit militärischen Zwangsmitteln zu vereinen. Neben regelmäßigen Übungen der Streitkräfte fliegen beinahe täglich Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan, um die militärische Macht Chinas zu demonstrieren.